Es wäre richtiger dann von der Übersetzung her. Ich glaube, da hat ihn Google auch. Okay, aber verhandelt und ja, abgewiesen, das entschied. Ja, das können Sie ein bisschen besser, kann man ein bisschen des deutschen Anwalts bis zu einem Punkt verändert, an dem er keine Bedrohung mehr führt. Ich habe in meinem Leben schon viel erleben müssen, aber das war ich bisher eigentlich noch nicht. Von daher ist das schon ein sehr, sehr komisches Gefühl, dass wenn man im Sport tätig ist und ein Stück sich für die Werte des Sports einsetzt, verfolgt und beeinflusst zu werden. Auch in diese Dinge verwickelt sein können, und ich sage, aufgrund der Recherchen, die wir haben, auch verwickelt. Alle haben gemeint, ich hätte einen Betrug begangen, beziehungsweise eine Untreue oder eine Steuerhinterziehung, das ist alles Unsinn. Ich habe dem von Anfang an widersprochen und meine Familie war immer auf meiner Seite, weil sie ihren Mann und ihren Vater und ihren Großvater kennen und wissen, dass der sowas nicht macht. Aber insoweit bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich die Umstände etwas besser kennenlerne, in der all diese Verdächtigungen tatsächlich eingebettet gewesen sind. Und es wird jetzt natürlich meine Aufgabe sein und die meines Anwalts, einmal nachzuprüfen, ob dieses Projekt Riverbed 2014 beendet oder ob es tatsächlich erst 2015, 2016 mit den anderen Verfahren erst richtig angefangen hat. Der private Bereich, das private Umfeld, aber auch DFB. Umso besser, wenn das in der Berlin. So hat man mich schon, wissend, dass ich da auch empfänglich bin, ein Stück in diese Richtung gedrängt, mich jetzt mehr mit der Frage zu befassen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, Katar ist Ausrichter, jetzt machen wir uns Gedanken, wie wir zumindest die Menschenrechtssituation in Katar, Kafala-System, die Arbeitssituation dort verbessern können. Und das habe ich dann auch so ein Stück angenommen, sodass ich nachvollziehen kann, dass Riverbed zu dem Ergebnis kam, den 20er haben wir jetzt auf unsere Seite gezogen, war ich innerlich allerdings natürlich nie. Und die Situation mit den Menschenrechten in Katar, da sage ich heute, da war ich auch ein bisschen naiv. Das hatte ich jetzt eben nicht erfunden, die Fußballfamilie und ja. Die Familie, also sein. Wir arbeiten ja hier zusammen, nicht um irgendwelche Leute. Die FIFA war 2000, als die WM vergeben wurde, eine sehr korrupte Organisation. Dort bestimmten Leute wie Warner oder Mohammed bin Hamann das Geschehen. Das heißt, jedermann wusste, wenn man sich dort bewirbt, dann weiß man, dass man mehr tun muss, als das, was redlich ist. Und in der damaligen Zeit, im Jahr 2000, waren auch diese Dinge halt noch nicht so, wie sie heute unter Korruptionsgesichtspunkten rechtlich und strafrechtlich gesehen werden. Uns der Akten einmal annehmen und an den Stellen, wo es in der Tat von Interesse sein